Es ist ziemlich cool heute, echt. Da muss man sich nicht so viel beschweren. Aber deswegen bin ich leidenschaftlich. Wir können mit heutiger Technik 80% von dem, was wir tun, automatisieren. What else do I need? Ja? KI geht nicht um Mustererkennung, KI geht nicht um Sprachassistenten und so. Das sind alles Anwendungen, kleine sogar. Ja? KI geht darum, Zeug zu automatisieren. Und Automatisierung hat riesige Auswirkungen, gigantische Auswirkungen. Muss ich mal überlegen. Nur autonomes Fahren, oder? Ja? Beim autonomen Fahren geht es nicht darum, dass du endlich Hamburger im Auto essen kannst, sondern beim autonomen Fahren geht es darum, dass man die Nutzung eines Autos, was heute 2% seiner Lebenszeit überhaupt nur genutzt wird, auf 30% oder 50% macht. Ja? Das hat riesige ökonomische Vorteile, weil man nicht teure Wirtschaftsgüter 98% ihres Lebens nur verrotten lässt. Ja? Das hat aber natürlich auch ökologische Gründe, also riesige Dinge, die uns wirklich was wert sein sollten, weil sie unsere Zukunft bestimmen, weil wir halt irgendwie viel weniger Autos brauchen und viel weniger Blech und Ressourcen und andere Materialien, Energie, die wir reinstecken müssen, um die zu bauen und so weiter, wenn wir tatsächlich die besser nutzen. Ja, da haben wir noch gar nicht über das Fahren selbst gesprochen und ob die effizienter und nicht so verrückt war und so weiter und so fort. Ja. Das ist das, was hinten dran liegt. Und wenn du dir das anschaust, von 2% auf nur 30%, das ist so, was die Pessimisten vorher sagen, ja, dass man von 2% Nutzung in einer autonomen Flotte auf 30% Nutzung. Die Optimisten sagen 70%, aber die denken nur an Großstädte. Also bei mir ist der ländliche Raum schon mit drin. Ja. Wirklich, dass die an der Milchkanne du auch drücken kannst, dann kommt sofort eine Schüssel angefahren. Individualmobilität. Hey, aber von 2 auf 30, das ist eine Verfünfzehnfachung. Das ist in einer Anwendung von KI auf eine Sache die gleiche Gewinn an Effizienz, den uns die Dampfmaschine gebracht hat. Ja, und was da für gigantische Wirtschaftskräfte frei wurden und was das für unsere Gesundheit, unsere Lebenszeit, unsere Lebensqualität und so weiter gemacht hat. Wir beschweren uns, aber auf was für ein Niveau beschweren wir uns denn? Ja, also wenn wir heute nicht 5-mal nach Bali fliegen können, ist das Leben nicht gut oder was? Ja, also ich kann mich noch erinnern, für meine Oma war das toll, wenn sie einmal nach Italien kam. Ja, ist da eine andere Runde. Kann man vielleicht einfach auch mal sagen, es ist ziemlich cool heute, echt. Da muss man sich nicht so viel beschweren. Aber deswegen bin ich leidenschaftlich.